Hallo zusammen, ich habe hier einen Westfalia-Columbus-Ausbau. Und klar hat er einen Kühlschrank drin. Der Kühlschrank tut immer. Also heißt, friert alles ein. Und da schauen wir jetzt mal von innen her an. Wir haben hier die Küche, der Kühlschrank steht bereits draußen. Und ihr seht hier diesen Wärmetauscher. Dieser Wärmetauscher ist ein bisschen verschmutzt. Also heißt, er ist eigentlich zu. Und den müsst ihr alle 6 Monate wenigstens kontrollieren, ob da die Luft noch durchgeht. Weil wenn das nicht der Fall ist, braucht er einfach extrem viel Strom. Gesteuert wird der Kühlschrank über dieses Display. Hier kann man ein- und ausschalten. Aber das hat keine Funktion. Der war jetzt schon 3-mal beim Händler. Der Händler hat hier die Sonde ausgewechselt und dann so mit Vagoklemmen verbunden. Hier ist eigentlich eine Abdeckung drauf und hier ist das Loch zugemacht. Hat er nicht mehr gemacht. Also heißt, zu diesem Loch zieht es dann so wirklich schön rein. Das letzte Mal war beim Händler im März. Haben sie zum 3. Mal die Temperatursonde ersetzt von dieser Steuerung hier oben. Ob der im März auch schon so dreckig war, kann ich nicht sagen. Also das war jetzt vor 3, 4, 5 Monaten. Eher 3 Monate. Also an jeden Caravanhändler oder Ausbauer, putzt mal diese Kondensatoren und an jede Besitzer von so einem schönen Columbus, der wäre ja nicht übers Meer gesegelt, wenn er so dreckige Kondensatoren gehabt hätte. Diese Sonde, die hier drin ist, die ziehe ich raus und ersetze sie mit dieser Sonde hier. Vielleicht könnte ich die Sonde brauchen von diesem, die da drin ist. Nur bis ich rausgefunden habe, was das ist, habe ich die ausgewechselt. Dann habe ich hier so einen Eliwell-Thermostaten. Der kommt rein und wird direkt auf den Kühlschrank gehängt. Und hier hat es so ein Fach hier unten. Und hier in diesem Fach unten gibt es dann den Thermostaten. Da kann man die Türe aufmachen. Und dann kann man diesen Thermostaten hier einstellen. Dann habe ich einfach eine separate Steuerung. Weil dieses Ding von Westfalia funktioniert anscheinend nicht. Oder nicht ausreichend. Angeblich nach Kunden zeigt es auch den Abwasser- und den Frischwassertank nicht an. Sage ich, ich mache Kühlschränke und nicht mehr. Zur Info, wenn ihr diesen Kondensator mal reinigen wollt, was ich euch empfehle, den Kühlschrank muss ganz raus. Es hat hier zwei Schrauben hier unten. Und 2 Schrauben hier unten. Und ihr seht, dass hier im Kühlschrank hat es diese Löcher. Und von der anderen Seite her, von diesem kleinen Schrank, müsst ihr einen kurzen Schraubenzieher haben, so wie das hier, um diese 2 Schrauben zu lösen, um den Kühlschrank überhaupt aus diesem Loch zu kriegen. Dieser Kondensator putzen, ich mache es jetzt, ist nicht so ein Riesenaufwand, wenn er draußen ist. Da steht hier schon mein Staubsauger. Und dann gibt es neuen Thermostat, neue Steuerung. Der Kühlschrank, das ist ein Vitrifrigo. Es ist der gleiche, den wir haben. Nur hier eben mit spezieller Steuerung von der Firma Westfalia, die nicht funktioniert. Wir sehen also hier jetzt, das sind Kühlboxen, also roh, die wir fertigen. Und hier sehen wir den Kondensator. Der sieht hier sauberer aus, da geht auch Luft raus durch. Aber auch bei diesen Kühlboxen muss man diesen Wärmetauscher reinigen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Westfalia Columbus.
Ich verlinke euch hier ein Video über den Kühlschrank, den 95er mit externem Aggregat von uns. Ist auch von Vitrifrigo. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.